But if you close So, herzlich willkommen zu meinem Let's Play für besonders hässliche Bauwerke. Das ist Vizebeast Infinity Evolve. So, ich habe die Welt gerade eben ein bisschen vorladen lassen. Und jetzt muss ich erstmal ganz kurz überlegen, weil ich gerade ehrlich gesagt ein bisschen vergessen habe, was wir machen wollten. Weil die letzte Folge ist jetzt, glaube ich, schon mindestens 3 bis 4 Tage her. Könnte ungefähr hinhauen. Deswegen muss ich mal gerade ganz kurz überlegen. Ich habe jetzt auch schon die Resonanz der ersten paar Folgen, die ich hochgeladen habe. Das ist... Ich habe mit echt, muss ich ehrlich zugeben, mit weniger gerechnet, dass die weniger angeklickt werden. Aber hey, das erste Video wurde 22 Mal angeklickt. Aber wir sind ja noch alle fleißig dabei, weiter zu gucken, hoffe ich doch mal. Ja. Jetzt muss ich gerade nur kurz überlegen, was wir noch machen wollten. Ich habe es ehrlich gesagt wirklich so ein bisschen verbaselt. Weil ich auch nicht auf der Welt so rumspazieren möchte und... Tinker's Construct, der Hammer. Und die Schippe. Ja, das haut ungefähr hin. Das wollten wir, glaube ich, machen. Das ergibt auf jeden Fall Sinn, wenn wir das machen wollen würden. Nein, die NIO muss ich weiterbauen, um die ganzen Erze erstmal ein bisschen besser hinzukriegen. So, wo ist mein Schlafsack? Der ist hier. Perfekt. Du kannst nur nachts schlafen. Das ist sehr schön. Also Eisen haben wir. Der macht hier ein bisschen wenig. Na, geh mal wieder runter. So, dann nehmen wir uns erstmal hin. Dann würde ich gleich sagen, wir machen schon das zweite Ender-IO-Tool. Das wäre in dem Fall, wäre das dann der Legierungsschmelze. Die müssen wir jetzt noch bauen. So, aber dafür brauchen wir erstmal Eisen und davon habe ich gar nichts. Und mit ja nicht. Wir brauchen dringend eine breitere Tür oder ich weiß nicht, was ich da ändern muss, weil das geht mir auf den Zünder. So, damit sollten wir auf jeden Fall arbeiten können. Die schmeißen wir jetzt erstmal. 8, 16, 24. Ja, perfekt. So, während die gerade durchbraten, werden wir jetzt schon mal alles für den Ofen vorbereiten. Wir brauchen auf jeden Fall 3 von den netten Öfen. So, da haben wir noch was, perfekt. So, einen haben wir, 2 brauchen wir noch, 1 und 2. Sehr gut. Dann würde ich sagen, schmeißen wir mal wieder ein bisschen was weg von dem Stuff, was wir nicht brauchen. Erde brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Steine haben wir auch noch drin, ganz viel. So, wir können, weil wir ja hier noch 3 Steinchen über haben, können wir die ja, bevor wir die wegschmeißen, gleich schon mal hier hinlegen. Und können den restlichen Stuff, den wir dafür bekommen, einfach wegschmeißen. So. Perfekt. Ja, ist ein bisschen Ressourcenverschwendung, ist jetzt aber nicht so das Problem. Genau. Jetzt machen wir hier als erstes den Kessel, den wir dafür brauchen. Was ist das nächste, was wir brauchen? Das ist das nicht. Hier, Legierungsschmelze. Diesen netten Maschinenkasten. Haben wir davon noch einen? Nee, leider nicht. Aber alles nicht schlimm. Den bauen wir gerade. Was brauche ich denn jetzt noch? Ach, guck mal. Hier. So, dann hätten wir den schon mal. Den Maschinenkasten können wir, glaube ich, sogar schon bauen. Das war falsch anscheinend. So, wir haben 3 Eisen. Ich brauche aber wesentlich mehr. So, aber das sollte jetzt eigentlich schon reichen, um den komischen Ofen zu bauen.
Mann, ey, was ist denn jetzt los hier? Vier, ja, perfekt. Da haben wir noch schon. Den stellen wir jetzt auf die andere Seite daneben. Super, dann kommt jetzt hier das ganze Zeug rein und der macht jetzt hier. Super. Ja, da müsste man mal gucken, wie man das jetzt noch besser hinbekommt, dass man da jetzt noch mehr Stuff reinkriegt. Aber immerhin pumpt der schon mal fleißig. Gut, was wollen wir mehr? Ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. So. Überleg, ob wir jetzt schon hier weiter anfangen an Platz zu machen oder ob wir schon nach drüben anfangen unsere Base zu bauen. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt erstmal oben die Plattform ein bisschen platter, damit wir später nicht mehr so viele Probleme haben werden. Dann muss ich noch Obsidian und Alumite farmen. Also nicht Alumite, nur Aluminium ohne Mite. Damit wir unsere tollen Werkzeuge bauen können. Weil ich finde die ehrlich gesagt wirklich sehr wichtig. Jetzt gehe ich aber nicht kaputt, ne? So, nächste Baum ist weg. Perfekt. So, genau, ich finde die wirklich sehr wichtig, weil die erleichtern einem die Arbeit um einiges. Letzte bisschen Dreck hier noch wegmachen. 1, 2, 3. So, wir haben keine Steine dabei. Gucken, vielleicht kann man jetzt hier die Treppe hinbauen zum nach oben kommen. Dass man halt quasi an der Schmelze vorbeiläuft. Würde bestimmt ganz cool aussehen. So, und ihr beide kommt hier weg. So. Kümmern wir uns aber gleich drum. Zuallererst mal die Farm. So, perfekt. Hätten wir das auch schon mal. Hier können wir Kies brauchen wir noch. Anthrazit brauchen wir nicht. Erde brauchen wir nicht. Die Steine nicht. Die Seeds nicht. Das hier nicht. Ich meine, klar, ich könnte das alles essen, aber. Oh nee. Nachher werde ich noch dick wegen euch. Hört mal auf. So. Der hier ist durch. Perfekt. Da hat er nur keinen Platz in meinen Kisten für den ganzen. Ah, genau. Apropos Kiste. Wir können mal. Das ist die falsche. Ach, genau. Perfekt. Daraus bauen wir jetzt hier mal vier Kisten. Und der Flint kommt mal mit. So, dann nehmen wir hier ein Stück höher. So, dann kommt jetzt hier schon die einzelnen beiden Kisten hin und hier. Was ich bis vor kurzem nicht wusste, wenn ich jetzt hier den Flynn rein tue, wird der eingesaugt. Okay, mein Fehler. Er wird eingesaugt und wird auch gleich passend an der richtigen Stelle wird er wieder rausgelassen. Das fand ich. Als ich das das erste Mal gesehen habe, wirklich sehr cool. Weil ich mir vorher immer so die Gedanken gemacht habe, wie kriege ich da jetzt immer den Fynn rein, ohne da jetzt immer anwesend sein zu müssen und alles. Ich muss ehrlich sagen, das ging dann doch besser als gedacht. So, und für alle die, die immer nur das Problem haben, was ich auch habe, dass die immer jahrelang für eine. Für eine Wüste suchen müssen, bis sie dann endlich mal eine total, wenn sie abgenervt sind, eine finden. Den verrate ich auch gleich was, wenn man nämlich Steine in die ins Mahlwerk legt, kommt da nämlich Sand raus. Als ich das herausgefunden habe, war ich echt sehr schockiert. Aber wir nehmen gleich mal ein ganzes Stück Steine.
So, hier können wir ja schon mal 5 Stück von nehmen. Das sind keine 5, sondern 8, aber gut. So, 5 davon, die packen wir jetzt schon mal in die Schmelze. Bei Alumite wird nämlich aus Eisen, Obsidian und Aluminium hergestellt. Muss ich nur kurz warten, bis man kann natürlich das pulverisierte Aluminium nehmen. Man kann den Aluerz nehmen. Oder man kann halt Alubarren, genauso wie Alublöcke oder sonstigen Kram aus Alu nehmen und da reinwerfen. Das feuert der alles durch. Ja, hier fehlt mir jetzt Kohle. Ich glaube, wenn ich da zu oft runterspringe, breche ich mir die Haxen. Aber gut, ein halbes Herz wird ja relativ schnell wieder aufgefüllt. Ne, hier wollte ich nicht ran. Hier wollte ich ran und ab dafür. So, aber es ist immer noch zu wenig, was wir an Input bekommen. Das ist ein bisschen schade. Aluminiumpulver. Rein da. Kann ich hier mit drauf packen, genauso wie das, das. Warum ich die jetzt alle hier hin packe, ganz einfach, hier kommt noch eine Truhe daneben und dann kommt hier ein Crafting Table hinter. Damit ich das nicht mehr so rumschleppen muss mit mir. So, jetzt müssen wir aber, bevor wir das alles machen, nehmen wir mal alle drei Goldbarren. Ja, wir müssen nämlich auch noch Gold brennen. So, wenn man jetzt mal guckt, die sind jetzt fast fertig. Wir sehen, wir haben Eisen, Obsidian, das ist jetzt beides weniger geworden, und Aluminium, nur noch 64, dafür aber 480 Alumite. Ich bin mir aber nicht gerade sicher, wie das richtige Verhältnis von dem allen ist. Da müsste ich dann mal Aluminium. Nice. Kann nur nachts schlafen. So. Dann legen wir uns nochmal hin. Wir brauchen 1, 2, 3. Als erstes noch eine Chest. Und dann das hier. Das machen wir jetzt erstmal so, damit wir erstmal alles hinbauen können. Und sobald wir die Truhe öffnen, haben wir hier das ganze Material, was wir brauchen. Sehr gut. Oh, schillerndes Metall. Das ist so ein Werkstoff, den braucht man, aber später leider erst. So. Gucken wir doch mal, wir können hier von außen gucken. Wir haben Alumite 1056, geschmolzenes Eisen 16, geschmolzenes Obsidian 700, geschmolzenes Alu 800. Das heißt im Klartext, uns fehlt noch Eisen. Geh du mal hier rein und du kommst mal raus. So. Wir machen mal jetzt drei davon da rein. Und bereiten jetzt unseren Hammer vor. Wir brauchen das einmal. Das, das, das. Brauchen wir das einmal. Das einmal. Ups, falsch. Und den Hammerkopf einmal. Einzigste, was mich stört, ich will auch noch die Axt hier bauen, weil ich die echt cool finde. So brauche ich alles nur in kleinerer Ausführung. Und ich glaube, das ist auch die, die wir zuerst bauen werden.
ganzen Scherbenabfälle. Ups, ne, nehmen wir mal mit raus. So, und das packen wir jetzt mal alle hier schön an den Rand. Und das Holz. So. Perfekt, zwei Stück haben wir schon mal. Ist jetzt nicht so das, was man sagt, super, sondern kann man mal machen. Ich glaube, ich mache hier einfach eine Wand vor, damit ich hier meine ganzen, hat sich dann wohl mit der Treppe erledigt. So, aber jetzt kann ich hier wunderbar meine ganzen Dinge anhängen. So, wir wollten zuerst den hier machen, deswegen geben wir den hier rein und kippen schon mal was raus. Und den Stock. So, und jetzt als letztes noch den hier. Ach, das war schon zu wenig, siehst du? Aber wir können schon mal das erste da einbringen. Perfekt, super. Dann bauen wir jetzt als erstes mehr von den Dingern und dann ist die Folge gleich auch... Oh, hier haben wir noch mehr Gold. Ist die Folge ja gleich auch schon vorbei. Das kann raus, das kann raus. So, 1, 2, 3, 4. Perfekt, 30 Stück. Das sollten 10 Stück sein. Super. So, ich würde sagen, die bringen wir jetzt noch an. Perfekt. So, Leute. Ich würde sagen, das war die erste Folge. Also, das war die nächste, also die Folge, die wir jetzt gemacht haben. Ich würde euch spontan sagen, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr das bis zum Ende geguckt habt, lasst ein Like da. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen, lasst Kommentare da, wenn euch irgendwas nicht gepasst hat, irgendwas gepasst hat. Und würde spontan sagen, bis dahin, cheerio.